Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen den Aufbau Ihres Arbeitsschrankes erläutern. Schrauben Sie zuerst die Verbindungspinne in die vorgesehenen Löcher der Bodenplatte sowie der Seitenpaneele. Setzen Sie dann die Rückwand auf die Bodenplatte und fixieren Sie diese mit den Schraubverschlüssen. Verbinden Sie dann die Seitenpaneele und fixieren Sie auch diese mit den Schraubverschlüssen. Legen Sie den Schrank jetzt auf die Rückseite. Schrauben Sie nun die Bodenplatte an den Seitenpaneelen fest. Die Füße sind beschriftet für die linke und rechte Seite. Schrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben fest. Stellen Sie den Schrank jetzt wieder aufrecht hin. Sie können nun die Ablage einsetzen. Befestigen Sie dann die Verbindungspinne an der Unterseite der Arbeitsfläche. Setzen Sie jetzt die Arbeitsplatte auf den Schrank auf.
Fixieren Sie diese wieder mit den Schraubverschlüssen. Um die Türen einzusetzen, heben Sie diese dazu zuerst in die Löcher oben in den Schienen, um sie über die Führung an der Bodenplatte zu bekommen, und hängen Sie sie dann in die Schiene ein.